In diesem Video spreche ich über Intervallschätzer, Konfidenzintervalle. Diese Intervallschätzer sind eine sehr gute Möglichkeit, die Unsicherheit eines Schätzwertes darzustellen. Ganz besonders in jenen Fällen, wo die Verteilung des Schätzers noch ausgeprägte Asymmetrien aufweist. Nun, für große Stichproben ist der Schätzer meist normal verteilt und seine Standardabweichung oder der Standardfehler gibt dann eine sehr gute Aussage über die Unsicherheit des Schätzers. Bei kleinen Stichproben kann der Schätzer noch eine durchaus unsymmetrische Verteilung aufweisen und in diesem Fall ist ein Konfidenzintervall ein wichtiges Hilfsmittel, um die Unsicherheit des Schätzwertes darzustellen. Ich möchte noch betonen, dass ein Schätzwert ohne die zugehörige Unsicherheit nur von sehr beschränktem Wert ist. Nun, was ist ein Konfidenzintervall? Ein Konfidenzintervall wird natürlich aus der Stichprobe bestimmt, das heißt, wir haben zwei Stichprobenfunktionen, klein g1 und klein g2. Und wenn man die auf die Stichprobe, die Beobachtungen anwendet, bekommt man zwei zufällige Größen, groß G1 und groß G2, die die Grenzen des Konfidenzintervalls darstellen. Nun verlangen wir, dass die Obergrenze nicht kleiner als die Untergrenze sein darf und wir wollen erreichen, dass der unbekannte Parameter Theta, den wir schätzen, mit einer vorgegebenen Sicherheit zwischen diesen beiden zufälligen Werten liegt. Diese Wahrscheinlichkeit oder Sicherheit wird mit 1 minus Alpha bezeichnet und das Intervall wird dann kurz als 1 minus Alpha Konfidenzintervall bezeichnet. Oft wird 1 minus Alpha auch in Prozent angegeben, also werden wir in Zukunft öfter von 95-prozentigen oder 90-prozentigen Konfidenzintervallen sprechen. Konfidenzintervalle sind beileibe nicht eindeutig bestimmt. Zu jedem Wert der Sicherheit 1 minus Alpha kann es viele verschiedene Konfidenzintervalle geben. Für stetige Verteilungen gibt es sogar unendlich viele Konfidenzintervalle, alle mit der gleichen Sicherheit 1 minus Alpha. Nun gibt es einige ausgezeichnete Fälle, die in der Praxis sehr häufig auftreten. Zunächst ein symmetrisches Konfidenzintervall. Das liegt dann vor, wenn die Wahrscheinlichkeit, dass die Untergrenze größer gleich dem unbekannten Wert ist und die Wahrscheinlichkeit, dass die Obergrenze kleiner gleich dem unbekannten Wert Theta ist, diese beiden Wahrscheinlichkeiten sind jeweils Alpha halbe. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, außerhalb des Intervalls zu liegen, ist für Unterschreitung und Überschreitung gleich groß. Dann gibt es das sogenannte linksseitige Konfidenzintervall. Das ist nur nach oben begrenzt durch groß G2 und die Wahrscheinlichkeit, dass groß G2 über dem unbekannten Parameter Theta liegt, ist dann 1 minus Alpha. Analog das rechtsseitige Intervall, hier wird eine Untergrenze angegeben und die Wahrscheinlichkeit, dass der unbekannte Parameter darüber liegt, ist dann wieder 1 minus Alpha. Dazwischen sind natürlich alle Abstufungen möglich, wenn auch nicht sehr gebräuchlich. In der folgenden Diskussion beschränke ich mich auf Konfidenzintervalle für den Mittelwert einer Verteilung und Konfidenzintervalle für die Varianz einer Verteilung. Beginnen wir mit dem Mittelwert, und zwar mit dem Mittelwert einer Alternativverteilung oder eines Bernoulli-Experiments.
Wir nehmen also an, wir haben eine Stichprobe vom Umfang n aus der Alternativverteilung mit Parameter p, das heißt die Erfolgswahrscheinlichkeit ist p. Für genügend große Stichprobengröße ist der Schätzer p-Dach, das Stichprobenmittel, annähernd normal verteilt mit Mittelwert p und Varianz p mal 1 minus p durch n. Dann ist der Standard Score, das heißt der Schätzer minus dem wahren Wert p durch die Standardabweichung von p-Dach annähernd standardnormal verteilt. Daraus können wir jetzt ein Konfidenzintervall folgendermaßen berechnen. Beginnen wir mit dem symmetrischen Konfidenzintervall. Ich betrachte die Quantile der Standardnormalverteilung, die wie immer mit klein z bezeichnet werden. Das Quantil z1 minus Alpha ist jener Wert, der mit Wahrscheinlichkeit 1 minus Alpha halbe nicht überschritten wird. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass der Standardscore zwischen den beiden Größen minus z 1 minus Alpha halbe und plus z 1 minus Alpha halbe liegt, ist exakt 1 minus Alpha. Vorausgesetzt, Groß Z ist exakt standardnormal verteilt. Die folgenden Betrachtungen sind daher approximativ zu nehmen. Nun kann ich für Z die Definition in Gleichung 1 einsetzen und die Ungleichungen so umformen, dass der unbekannte Parameter P in der Mitte steht, wie in Gleichung 3. Ich sehe also hier die Wahrscheinlichkeit, dass p-Dach minus dem Quantil mal die Standardabweichung von p-Dach kleiner gleich p und das wiederum kleiner gleich p-Dach plus das Quantil mal die Standardabweichung ist, die ist 1 minus Alpha. Das heißt, diese Gleichung definiert ein Konfidenzintervall mit Untergrenze p-Dach minus das Quantil mal die Standardabweichung und p-Dach plus das Quantil mal die Standardabweichung als obere Grenze. Ich kann auch ein linksseitiges Konfidenzintervall konstruieren. Aus Gründen der Symmetrie ist ja z-Alpha gleich minus z1 minus Alpha. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass Groß Z Z Alpha übersteigt, ist 1 minus Alpha. Mit der gleichen Operation wie vorher, Einsetzen von Groß Z, der Definition von Groß Z und Auflösen nach klein p, bekomme ich dann ein linksseitiges Konfidenzintervall mit Obergrenze p-Dach plus Z 1 minus Alpha mal die Standardabweichung. Beachten Sie bitte den Unterschied. Beim symmetrischen Konfidenzintervall, siehe Gleichung 3, brauche ich das Quantil zum Niveau 1 minus Alpha halbe. Beim einseitigen Konfidenzintervall brauche ich das Quantil zum Niveau 1 minus Alpha. Analog kann man das rechtseitige Konfidenzintervall konstruieren. Die Wahrscheinlichkeit, dass Groß Z kleiner gleich dem Quantil zum Niveau 1 minus Alpha ist, ist natürlich 1 minus Alpha, denn so ist das Quantil definiert. Ich kann nun wieder für Groß Z die Definition einsetzen, nach klein p auflösen und bekomme dann eine Untergrenze für p, nämlich p-Dach minus z 1 minus Alpha mal die Standardabweichung von p-Dach. Für die Standardabweichung der p-Dach von p-Dach verweise ich auf das Kapitel über Punktschätzer. Wir haben dort gelernt, dass die Standardabweichung von p-Dach gegeben ist durch die Wurzel aus p mal 1 minus p durch n.
Nun ist P aber nicht bekannt. Das heißt, die Standardabweichung von P-Dach muss näherungsweise bestimmt werden. Hier gibt es mehrere Verfahren, von denen ich zwei hervorheben möchte. Das einfachste, das sogenannte Bootstrap-Verfahren. Wir nähern P einfach durch P-Dach an oder wir ersetzen P durch P-Dach. Oder wir sind etwas vorsichtiger und wählen das P so, dass die Standardabweichung, der Standardfehler von P-Dach maximal ist und das tritt genau ein für P gleich 0,5. Ich möchte das am folgenden Beispiel demonstrieren. Wir haben eine Umfrage von 400 Personen und 175 Personen geben an, ein gewisses Produkt, eine gewisse Marke zu kennen und wir suchen ein 95-prozentiges Konfidenzintervall für den Bekanntheitsgrad klein p. Nun, es gilt p-Dach ist gleich k durch n, ist 0,39 ungefähr und wenn wir ein symmetrisches Konfidenzintervall konstruieren wollen, dann brauchen wir das Quantil der Standardnormalverteilung zum Niveau 1 minus Alpha halbe und das ist etwa 1,96. Ich weise nochmal darauf hin, dass alle diese Betrachtungen nur approximativ zu nehmen sind. Mit dem Bootstrap-Verfahren ergibt sich dann die Standardabweichung oder der Standardfehler von P-Dach als 0,0244 und das Konfidenzintervall ist der begrenzt von Groß G1 P-Dach minus 1,96 mal der Standardfehler und die Obergrenze G2 ist P-Dach plus 1,96 mal 0,0244 und die Grenzen ergeben sich dann 0,3446 bis 0,4404. Die Quantile z, klein z der Standardnormalverteilung, können Sie in den Tabellen nachsehen auf den Seiten 179 bis 181. Mit dem robusten Verfahren ergibt sich ein etwas größeres Konfidenzintervall. Der Standardfehler vom P-Dach wird jetzt als 0,025 angesetzt, ist nur unwesentlich größer als der Standardfehler nach dem Bootstrap-Verfahren. Damit ist das robuste Intervall nur unwesentlich länger als das Bootstrap-Intervall. Sie können diese Rechnungen in diesem MATLAB-Programm nachvollziehen. Auf ganz ähnliche Weise können Konfidenzintervalle für den Mittelwert einer Poisson-Verteilung konstruiert werden. Gehen wir aus von einer Stichprobe vom Umfang n aus einer Poisson-Verteilung mit unbekanntem Mittel Lambda. Dann ist wieder für genügend großes n der Schätzer Lambda-Dach gleich dem Stichprobenmittel annähernd normal verteilt mit Mittel Lambda und Varianz Lambda durch n. Ich erinnere daran, dass sowohl Mittelwert als auch Varianz der Poisson-Verteilung gleich Lambda sind. Wir berechnen wieder das Standardscore des Stichprobenmittels, also von Lambda-Dach, indem wir Mittelwert Lambda abziehen und durch den Standardfehler dividieren und der Standardfehler, der wird approximiert durch die Wurzel aus Lambda-Dach durch n. Wir ersetzen das unbekannte Lambda durch seinen Schätzwert Lambda-Dach. Der Standard-Score ist dann annähernd standardnormal verteilt und wir bekommen dann approximative Konfidenzintervalle. Ganz analog zum Fall der Alternativverteilung. Ich gehe wieder aus von Groß Z, schließe das Groß Z zwischen zwei Quantilen so ein, dass die Einschlusswahrscheinlichkeit 1 minus Alpha ist und löse dann nach dem unbekannten Wert Lambda auf. Damit bekommen wir das in Gleichung 3
dargestellte symmetrische Konfidenzintervall. Ich möchte auch das an einem Beispiel demonstrieren. Wir beobachten eine radioaktive Quelle 300 Sekunden lang. Wir bekommen also 300 Zählwerte, die Anzahl der Zerfälle pro Sekunde. Und es ergibt sich, dass die mittlere Anzahl gleich 8,65 ist. Und wir suchen wieder 95-prozentige Konfidenzintervalle für den Mittelwert Lambda. Wir haben Lambda Dach gleich 8,65. Der entsprechende Standardfehler ist ca. 0,17 und wir verwenden für das symmetrische Konfidenzintervall wieder das 1 minus Alpha halbe Quantil. Alpha ist 5%, das ist 1,96 und für die einseitigen Intervalle das 1 minus Alpha, das 95% Quantil, das ist ca. 1,645. Diese beiden Werte werden im Folgenden noch öfter auftauchen. Das symmetrische Konfidenzintervall ergibt sich dann zu Lambda Dach, also 8,65 plus minus 1,96 mal 0,17, Gleichungen 1 und 2. Das rechtzeitige Konfidenzintervall hat die Untergrenze 0 und die Obergrenze Lambda Dach 8,65 plus 1,64. 4,5 mal 0,17 und das linksseitige, das ist bitte zu korrigieren, hier muss das linksseitige Konfidenzintervall stehen, das hat Obergrenze unendlich, ist also nach rechts unbeschränkt und die Untergrenze ist Lambda Dach minus 1,645, das 95% Quantil mal 0,17. Diese Rechnungen können Sie in dem hier angegebenen MATLAB-Programm nachvollziehen. Betrachten wir nun stetige Verteilungen. Wir haben eine Stichprobe aus einer Normalverteilung mit Mittelwert μ und Varianz Sigma hoch 2. Dann ist das Stichprobenmittel, also der Schätzer von μ, normal verteilt mit Mittel μ und Varianz Sigma hoch 2 durch n. Wenn Sigma hoch 2 bekannt ist, dann können wir das Standard Score berechnen als x quer minus μ durch Sigma durch Wurzel n. Das ist dann exakt Standard normal verteilt und wir gehen wieder vor wie bisher. Wir schließen das Standard-Score zwischen zwei Quantilen ein und lösen dann nach μ auf und bekommen so das in Gleichung 3 dargestellte symmetrische Konfidenzintervall. Die einseitigen Konfidenzintervalle werden analog zu den vorigen Fällen berechnet. Ist nun die Varianz Sigma 2 unbekannt, dann schätzen wir Sigma Quadrat durch die Stichprobenvarianz und benutzen jetzt für das Standard Score die geschätzte Standardabweichung, sprich die Wurzel aus der Stichprobenvarianz. Nun auch die Verteilung dieser Größe ist exakt bekannt. Die ist t verteilt mit n minus 1 Freiheitsgraden. Nun schließen wir das Standard Score groß T in die Quantile der T-Verteilung ein, analog zu Gleichung 2 auf der vorigen Folie. Ich bezeichne die Quantile der T-Verteilung mit klein t, unten als Subskript steht, als unterer Index steht wieder das Niveau und als Superskript, als oberer Index steht die Anzahl der Freiheitsgrade. Die ist gleich der Stichprobengröße minus 1. Für große Stichproben, etwa n größer als 100, unterscheiden sich diese Quantile nur mehr unwesentlich von den Quantilen der Standardnormalverteilung und können dann durch diese ersetzt werden. Nun gleicher Weg wie vorher. Ich setze für t die Definition ein und löse nach μ auf
und Sie sehen, dass das symmetrische Intervall völlig analog ist zum symmetrischen Intervall auf der vorigen Folie, nur treten hier die Quantile der T-Verteilung ein anstelle der Quantile der Standardnormalverteilung. Die Quantile der T-Verteilung finden Sie in den Tabellen auf den Seiten 182 bis 184. Wenn die Anzahl der Freiheitsgrade in der Tabelle nicht enthalten ist, dann müssen Sie linear interpolieren. Ein Beispiel dazu: Wir haben eine Stichprobe von Umfang 50 aus der Standardnormalverteilung und wir wissen, dass Stichprobenmittel x quer und die Stichprobenvarianz groß S hoch 2. Wenn ich die Varianz von 1 als bekannt voraussetzen kann, dann bekomme ich folgendes symmetrische Konfidenzintervall: Stichprobenmittel plus minus 1,96 durch die Wurzel aus der Stichprobengröße, und das Konfidenzintervall läuft dann von minus 0,223 bis 0,331. Wenn ich die Varianz als unbekannt annehme, also mitschätze, dann wird das Intervall etwas größer, weil die Quantile entsprechenden Quantile der T-Verteilung jetzt 2,01 sind anstatt 1,96. Und für die Standardabweichung muss ich die Wurzel aus der Stichprobenvarianz einsetzen. Die ist ca. 1,048 und bekomme das in Gleichungen 3 und 4 angeschriebene Konfidenzintervall für den Mittelwert. Nun, der Konfidenzintervall für den Mittelwert einer Exponentialverteilung. Ich nehme an, ich habe eine Stichprobe vom Umfang n aus der Exponentialverteilung mit Mittel tau. Für nicht allzu große Stichproben aus einer Exponentialverteilung sind Konfidenzintervalle besonders nützlich, weil in diesem Fall das Stichprobenmittel der Schätzwert für tau noch eine ausgeprägte Asymmetrie hat, sodass die Angabe des bloßen Standardfehlers nicht sonderlich nützlich ist. Betrachten wir nun die Stichprobensumme, groß T. Diese Stichprobensumme ist gamma verteilt mit den Parametern n und tau. Wenn ich nun groß T durch tau dividiere, dann ist diese Größe gamma verteilt mit Parametern n und 1. Und diese Verteilung hängt jetzt nicht mehr von der unbekannten Größe tau ab. Ich kann nun wieder die Größe T durch tau in zwei Quantile einschließen, klarerweise die Quantile der Gamma-Verteilung. Im symmetrischen Fall nehme ich hier das Gamma-Alpha-Halbe-Quantil mit den Parametern n und 1 und das Gamma-1-Alpha-Halbe-Quantil mit den Parametern n und 1. Jetzt kann ich wieder nach tau auflösen und bekomme das in Gleichung 3 dargestellte symmetrische Konfidenzintervall. Es ist symmetrisch in dem Sinn, dass die Unterschreitung und die Überschreitungswahrscheinlichkeit Alpha halbe ist. Es liegt nicht unbedingt symmetrisch zum Stichprobenmittel. Die Quantile der Gamma-Verteilung mit Stichprobengröße IN und Skalenparameter. Für genügend große Stichproben kann man nun das Stichprobenmittel aufgrund des zentralen Grenzwertsatzes als annähernd normal verteilt ansehen. Wie groß die Stichprobe zu sein braucht, hängt ab von der Verteilung, insbesondere von der Asymmetrie der Verteilung.
Ich kann nun wieder das Standardscore des Stichprobenmittels bilden, Mittelwert μ abziehen, durch die geschätzte Standardabweichung durch Wurzel n dividieren und dieses Standardscore ist dann annähernd standardnormal verteilt. Ich kann nun wieder dieses Standardscore in die Quantile der Standardnormalverteilung einsetzen, nach μ auflösen und bekomme dann das in Gleichung 2 dargestellte näherungsweise Konfidenzintervall mit Sicherheit 1 minus Alpha. Nun wird die Sicherheit mit großer Wahrscheinlichkeit nicht exakt 1 minus Alpha sein. Das demonstriere ich an dem Beispiel auf Folie 367. Nehmen wir exponentiell verteilte Stichproben vom Umfang klein n und wir lassen n variieren von 25 bis 800 und wir schätzen dann die tatsächliche Sicherheit durch ein Simulationsexperiment mit 10.000 Stichproben und wir sehen, dass für Stichprobengröße 25 die Sicherheit nur 91% beträgt, das heißt, das Intervall bedeckt den wahren Wert nur in 91% aller Fälle und erst bei Stichprobengröße 800 sind wir dann in der Nähe der gewünschten 95%. Dieses Simulationsexperiment können Sie in diesem MATLAB-Programm, das hier angeführt ist, nachvollziehen. Nun zum Abschluss noch Konfidenzintervalle für die Varianz einer Verteilung. Zunächst die Normalverteilung. Hier ist es relativ einfach, weil wir die Verteilung der Stichprobenvarianz bis auf einen Faktor n-1 durch Sigma Quadrat kennen. Es gilt nämlich n-1 mal die Stichprobenvarianz durch Sigma Quadrat ist Chi Quadrat verteilt mit n-1 Freiheitsgraden. Nun kann ich wieder die Größe n-1 mal Stichprobenvarianz durch Sigma hoch 2 einschließen in zwei Quantile der Chi Quadrat Verteilung und zwar als unteres Quantil das zum Niveau Alpha halbe und als oberes Quantil das zum Niveau 1 minus Alpha halbe. Jeweils mit n minus 1 Freiheitsgraden. Die Wahrscheinlichkeit, dass diese Größe dann zwischen den beiden Quantilen liegt, ist 1 minus Alpha. Jetzt ähnlich wie im Fall der Exponentialverteilung. Wir lösen nach Sigma hoch 2 auf und bekommen das in Gleichung 2 dargestellte symmetrische Konfidenzintervall zur Sicherheit 1 minus Alpha. Die Quantile, die ich hier mit Chi Quadrat bezeichne, der Chi Quadrat Verteilung mit n Freiheitsgraden, finden Sie in den Tabellen auf den Seiten 189 bis 192. Dazu ein Rechenbeispiel. Wir gehen aus von einer Stichprobe vom Umfang n gleich 50 aus der Normalverteilung mit Mittel 0 und Varianz 4. Die Stichprobenvarianz soll 4,3949 sein. Das symmetrische 95% Konfidenzintervall für die unbekannte Varianz berechnet sich dann folgendermaßen. Gleichung 1, die Untergrenze. Wir haben hier, wie auf der vorigen Folie zu sehen, n minus 1, also 49 mal die Stichprobenvarianz durch das Quantil zum Niveau Alpha halbe der Chi-Quadrat-Verteilung mit 49 Freiheitsgraden, das ist 70,22 und gibt dann in Gleichung 1 die Untergrenze von 3,067 etwa. Analog dazu die Obergrenze G2 in Gleichung 2 gleich 6,825 etwa.
Für große Werte von n kann ich die Quantile der Chi-Quadrat-Verteilung annähern durch die Quantile der Normalverteilung mit Mittel n-1 und Varianz 2 mal n-1. Das gibt ein etwas verschobenes Konfidenzintervall in den Zeilen 3 und 4. Hier ist auch das MATLAB-Programm angeführt, mit dem diese Berechnungen durchgeführt wurden.